Ja, wir lassen los mit vier jungen Männern. Sie sind Grafikdesigner und Illustratoren, haben ein Büro in der Matte und sind seit 2008 ein Team miteinander. Sie machen Illustrationen, vor allem für Kultursachen und für KMUs, haben aber auch schon ein paar sehr grosse Namen in ihrer Kundenkartei und haben 2009 sogar den Berner Designpreis gewonnen. Sie arbeiten noch so ein bisschen oldschool, also bei ihnen ist mit neuer Technik wenig anzufangen. Sie machen wirklich das meiste noch von Hand und das machen sie heute auch hier auf der Bühne. Darum wird jetzt gerade umgeräumt hinter mir, möglichst schnell. Es sollten nämlich noch ein paar Leinwände für die vier jungen Männer auf die Bühne kommen. Sie haben hier auch eine Wand kreiert in diesem Brain Gym. Dort oben ist ein Sitzungszimmer, wo man ihr Werk kann bestaunen. Und jetzt möchte ich eigentlich sagen, wer überhaupt auf die Bühne kommt. Es sind nämlich die folgenden vier Männer. Es sind der Christian Gallam, der Silvio Brücker, der Jared Muralt und der Philipp Döni. Zusammen sind sie Blackyard. Guten Abend miteinander. Ich möchte nur mal kurz zwei, drei Worte sagen über uns. Wir arbeiten seit 4 Jahren eben zusammen und wir sind im Bereich Grafik und Illustration tätig. Bei der Illustration ist es eigentlich nicht so gängig, dass Leute zusammen arbeiten. Und darum haben wir solche Techniken und Methoden gesucht, wo wir irgendwie zusammen arbeiten können, bei Projekten und sonst arbeiten. Und was wir euch zeigen wollen, ist ein Zeichnungsroulette. In der Regel machen wir das eigentlich auf kleinerem Format, auf Papier. Und da fängt einfach jede Zeichnung an. Und nach einer unbestimmten Zeit geht die Zeichnung einfach zum nächsten weiter. Und dann nimmt der Faden auf oder fängt etwas Neues an. Und nach einer weiteren unbestimmten Zeit merken wir dann, wenn das fertig ist. Und so haben wir 4 neue Ideen, neue Sujets, was auch immer. Und so sind wir eigentlich auf die Methode gekommen. Von dem her ist das für uns auch ein Experiment auf diesem grösseren Format. Und es ist eher ein visueller als akustischer Vortrag. ich wünsche viel Vergnügen. Thank you.
spannendste Moment ist eigentlich immer dann, wenn man wieder an die Technik kommt, wo man angefangen hat und sieht, was die anderen angerichtet haben. Kann glaube ich auch positiv sein. Also, absolut. Ja. Zum Teil ist man froh, wenn man an eine Zeichnung gehen kann, wo man noch weiterkommt. Und nachher, wenn man durch die drei anderen Zeichnungen ist gegangen und wieder zurückkommt, und merkt, oh, das ist eine coole Idee oder eine coole Weiterführung. Ja. Oh. Das ist ein viereckiger Bibelschwanz. Nein, ich habe schon einen. Etwas, was für uns immer interessant ist, ist, dass wir komplett Kontrolle abgeben. Sonst ist das Zeichen immer etwas sehr kontrolliert, wo man jeden Strich im Griff hat. Und so ist man einfach gezwungen, im Zufall eine recht grosse Teil zu Ich möchte gerne wechseln. Also es ist nicht jeden Tag so bei uns im Büro. Das ist aber das sind die guten Momente. Wir sind in der Hälfte. Langsam ans Abschliessen denken. Manchmal komme ich zurück und
Schluss ist an dem, wo man vorher geschafft hat, nichts gemacht. Das ist so ein bisschen der enttäuschende Moment. Und dann weiss man, okay, man muss es selber. Aber es ist auch schön. Es ist immer sehr schwierig zu entscheiden, wenn das so das Bild fertig ist. Es gibt irgendwann immer einen komischen Konsens, dass alle finden, es ist fertig und niemand weiß echt genau warum. Wir haben das auch schon mit anderen Leuten versucht und das geht mehr oder weniger gut. Also wir haben ein gewisses Verständnis untereinander, ein bisschen für einen ähnlichen Hintergrund. Und darum können wir irgendwie aufeinander eingehen. Und das ist für uns eigentlich ein recht einfacher Weg, neue Motive zu finden. Das, was immer reizt, ist, dass man das, was man bekommt, irgendwie so verändert, dass es nicht mehr der Idee entspricht, die der andere mal gedacht hat. Thank you.
wie man vielleicht auch sieht, das primäre Ziel ist nicht immer Qualität, sondern man hat schon gewisse Qualität, aber nicht unbedingt in der Ausführung, sondern mehr im visuellen Gehalt. Also, normalerweise arbeiten wir auch mit Bleistiften, haben wir bis zum Schluss noch die Möglichkeit, wirklich alles auszulöschen und neu anzufangen. Hier ist jetzt halt einfach so, dass es immer wie voller wird und das Einzige, was man sich ein bisschen beruhigen kann, sind die Schwarzflächen. Okay, wir sind, glaube ich, am Ende. Voilà. Merci vielmals. Schnell schauen. Also auf Twitter hat es geheissen, die mittleren zwei haben ich den meisten gut gefallen. Aber darf ich noch schnell fragen, wenn man es so ein bisschen anschaut, hat er das schon mal so einer Psychologin gezeigt? Nein, das ist
Das ist unsere Sitzung in dem Sinn. Schafft ihr immer so? Nein. Das ist einfach eine Methode, wenn wir irgendwie die Freiheit haben und die Möglichkeit, so können zu arbeiten, machen wir das gerne so. Ja, auch viel, wenn man einfach nicht irgendwie auf Ideen kommt oder so, ist es noch gäbig. Man hat ja meistens vom Kunden ein Thema vorgegeben oder so. Und wenn man halt irgendwie so anfängt, ergibt sich manchmal schon etwas. Man nimmt vielleicht auch nur eins oder das andere draus aus so einer Zeichnung und kann dann so eigentlich weiterfahren mit der richtigen Arbeit. Einfach man schafft auch gleichzeitig einen kleinen Fundus, wenn man auf einen Schlag einfach vier Werke in dem Sinn. Tut sich auch der Gemütszustand von der jeweiligen Person ein bisschen manifestieren? Also wenn jemand schlecht drauf ist, dann merkt man das. Könnt ihr dann lange so einschätzen? Dann geht es einfach weniger Ring, wenn einer schlecht drauf ist. ich weiss gar nicht. Ich glaube, ich halte es nicht durch, bis am Schluss schlecht drauf zu sein. Nein. Also, auch wenn wir das machen, haben wir eigentlich meistens immer positive Stimmung währenddessen und nachher sowieso. Auch wenn wir auch zurückschauen, wieder nach der Arbeit, finden wir es eigentlich immer recht positiv. So. Also ich glaube, die Stimmung da war schon sehr positiv. Es haben auch noch Leute vorgeschlagen, wir können sie dann zu Hause vielleicht auch mal nachspielen. Oder? Unbedingt, also, ja. Also das ist eigentlich auch die Idee dahin. Genau. Gut. Hey, super, merci vielmals. Die werden nachher noch ausgestellt in der Pause. Also ihr könnt dann noch genau schauen, was jetzt genau wo ist gezeichnet worden. Und ich glaube, wir müssen so noch abfotografieren. Das macht jetzt das Team dahinter dran. Merci vielmals, Blackyard. Merci.